Heute bei Wolfsrevier ein offener Brief und meine Meinung dazu. Es gibt jedes Jahr das gleiche Thema. Wir haben das in anderen, sag ich mal, Expertenmeinungen auch schon gehabt, dass Abwerbungen im Fußball gang und gäbe sind. In Berlin ist das noch ein bisschen intensiver als sonst, weil eben viele Vereine hier relativ nah aufeinander sitzen, die meinetwegen auch die gleiche Spielklasse haben. Heute ist das Thema, dass ein Verein, der SC Gato, einen Brief veröffentlicht hat, den der SC Starken an die Jugendabteilung geschickt hat. Es geht darum, dass der Verein offiziell ankündigt, dass er an Spielern interessiert ist aus der Jugendabteilung und diese gerne ansprechen möchte. Der SC Starken in persona vom dritten Jugendleiter spricht von Fair Play und bittet um Kontaktdaten und möchte gerne Spieler aus dem Kleinfeldbereich in Gato nach Starken holen. Man kann sich diesen Brief auch ganz entspannt mal anschauen. Der ist veröffentlicht auf der Homepage vom SC Gato und auch ein Kommentar dazu von der Jugendleiterin. In diesem Kommentar wird einfach erwähnt, dass sie das unmöglich findet, das Verhalten, und dass sie im Grunde, sag ich mal, findet, dass diese Abwerbungen in diesem Bereich völlig unnötig und unmöglich sind. Ich schließe mich der Meinung an. Ich finde auch, dass im Kleinfeldbereich Spieler nicht den Verein wechseln müssen. Man spielt ja Fußball im Grunde, weil man Freunde hat, weil man in der näheren Umgebung wohnt, weil man dort einen Platz hat. Man spielt im Kleinfeldbereich noch nicht unter Leistungsaspekten Fußball. Allenfalls ab der D-Jugend kann man davon sprechen, dass man auf sportliche Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen mehr achten sollte. Vorher zählt einfach der Spaß am Fußball, die Freude. Auch wenn der ein oder andere Verein sicherlich den leistungsorientierten Gedanken hegt und pflegt, ist ein Abwerben unterhalb der D-Jugend für mich absolut unerträglich. Der SC Gato wollte kein Interview geben. Das kann ich auch völlig verstehen, weil sie grundsätzlich ein gutes Verhältnis zum SC Starken haben wollen. Das finde ich sehr löblich. Ich finde es aber auch mutig und richtig, dies auch mal öffentlich zu machen, dass im Grunde eine Abwerbung im unteren Bereich absolut unnötig ist und dass man im Grunde dagegen vorgehen sollte. Es macht keinen Sinn, dass ein Spieler, der in Gato wohnt, im Grunde dann nach Starken fahren muss, nur weil er dort meinetwegen vielleicht den einen oder anderen Trainer hat, der leistungsorientiert schon trainiert. Ich finde, das muss jeder für sich selber auch irgendwann entscheiden. Kann auch jeder für sich entscheiden. Da braucht es keine Kontaktaufnahme des anderen Vereins vorher. Auch nicht, wenn die Form diesmal gewahrt ist und man natürlich nicht davon sprechen kann, dass sag ich mal, der Text inhaltlich unpassend wäre. Übrigens kündigt der Starkner Trainer und gleichzeitig dritter Jugendleiter auch an, dass er ein Auge auf einige F-Junioren-Spieler geworfen hat und diese auch ansprechen möchte. Ich finde, das dann auch noch zu erwähnen und dem Verein mitzuteilen, eine absolute Frechheit. Und ich glaube, dass dies in der Form unterbunden werden sollte. Wenn jemand, wie gesagt, wechseln möchte, dann wird er sehr schnell auf den Trichter kommen, dass der Weg in einem anderen Verein der bessere für ihn wäre. Aber ich glaube nicht, dass man in der Form im unterhalb der D-Jugend schon so vorgehen muss. Aber was sagt ihr dazu? Diskutiert mit mir, diskutiert mit uns, schreibt uns hier bei Spreekick TV eure Meinung dazu. Schaut euch ruhig auf der Homepage vom SC Gato den Bericht, und den offenen Brief dazu an. Mich interessiert eure Meinung. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Wolfsrevier. Schönes Osterwochenende.